So, und damit sein gegrüßt man ihn Zwerge genommen und habe jetzt unter anderem zu einem neuen Part der Dwarf News wieder heute im Online-Modus. So muss es sein. Mal zur Abwechslung online. Wenn es klappt. Ich hoffe mal, die Verbindung funktioniert. Und wir können online Mario Kart spielen. Mit Leuten aus aller Welt. Ja, so sieht's aus. Hallöchen, da wäre ich. So, mal schnell eine Route auswählen. Nicht der Regenbogen-Boulevard. Jo, und da geht's auf. Die erste zufällig ausgewählte Runde. Sehr nice. Ui, der Nico ist mit aus Deutschland dabei. Sei gegrüßt, Nico. Und seid gegrüßt alle anderen, die meine Sprache nicht unbedingt verstehen. Na, Belgien vielleicht noch, aber gut. So, und damit kommen wir zu den Themen des Monats Novembers. Ja, das war kein vernünftiger deutscher Satz. Grammatik. Sprache. Ja gut, ich habe bunte Reifen. Das muss doch was wert sein. Wer braucht Sprache, wenn man gute Reifen hat. Gute, bunte, schillernde Reifen. Ja, so sieht's aus. Die Themen für den Monat November und Dezember. Die letzten Dwarf News für das Jahr 2019. Im Dezember bekanntlicherweise keine Dwarf News. Der Dezember bleibt auf meinem Kanal Dwarf News frei. Also heute die Themen für zwei Monate vorgegriffen. Im November, da gibt's nicht viel zu sagen. Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Schwert und Schild, beziehungsweise Pokémon Schwert. Ab dem 15. November, wenn mich nicht alles täuscht, ist die 8. Generation von Pokémon mit Pokémon Schwert und Schild im Handel erhältlich. Ja, Release der 8. Generation. Ich werde das Mantel sofort kaufen und sofort anspielen. Und ab dem 16. Wenn mich nicht alles täuscht, ab dem 16. ab dem Tag danach wird es dann auch auf meinem Kanal die ersten Parts von Pokémon Schwert und Schild zu sehen gehen. Das wird als Let's Play auf meinem Kanal natürlich und selbstverständlich gebracht. Ja. Und bevor Pokémon Schwert und Schild beginnen kann auf meinem Kanal, muss natürlich noch mal ein anderes Projekt beendet werden. Und damit war ich mit zwei Pokémon-Projekten in der Luft hängen. Mit einem offenen Projekt in der Luft hängen. Wird Pokémon Let's Go Evoli vorher noch abgeschlossen, vor dem Beginn von Pokémon Schwert und Schild, bevor Schwert und Schild starten kann. Ja, das so das Wesentliche vom Monat November. Ja, der Monat November besteht aus Pokémon. Ein Pokémon November. Provember. Nein, das ist ein Quatsch. Pokevember, könnte man sagen. Pokevember. Das ging gut. Das kann man so nehmen. Ja, jetzt Anfang November, ihr werdet es schon ein wenig mitbekommen haben. Oh ja, ich bin der Letzte, ach du Scheinende. Werdet ihr es schon mitbekommen haben. Die letzten Tage kamen schon ein paar
Pokémon Let's Go Evoli Parts. Ja, und das wird jetzt die nächsten Tage munter so weitergehen. Heute nur unterbrochen von den Dwarf-News für den Monat November. Und ihnen direkt auch Dezember. Ja, was haben wir noch so in diesem Monat? Angenehmes, wundertolles. Ich schaue mal gerade meinen Upload-Plan, was ich euch verraten kann. Schumann für auf Let's, da gibt es ein paar Parts, die natürlich da früh noch kommen werden. Ein paar tolle Maps, die ich mit meinem 4.5 Discord noch zusammen spielen werde. Der Nico bleibt weiterhin mit dabei. Sehr schön, wir spielen diese Map. Schumann für auf Let's, Minecraft Arno, ja, zwischen Schwert und Schild wird es dann auch ab und zu mal. Also zwei, drei Parts Minecraft Arno geben, das werde ich nicht ganz weglassen. Und dann, ja, hat sich das für den Monat November auch schon erledigt. Was heißt erledigt? Das erledigt hat sich noch gar lange nicht. Also ich freue mich großartig auf Pokémon Schwert und Schild. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Pokémon Schwert und Schild. Und jetzt die Beendigung des Projekts Pokémon Let's Go Evoli. Also wir sind jetzt schon in Pokémon Let's Go Evoli auf der Zielgeraden, auf dem Weg für Top 4. Letzter Ohren, Top 4. Es geht schon langsam Richtung Ende. Das große Finale, da freue ich mich auch drauf. Das große Ende von Pokémon Let's Go Evoli. Und dann, ja, obwohl Pokémon Schwert und Schild jetzt von den Leaks her und ja, von den Trailern und ja, von der Kritik her ein bisschen was abgekriegt haben, teilweise auch zu Recht, muss man sagen, freue ich mich trotzdem sehr auf Pokémon Schwert und Schild und werde das, ja, ihr habt schon rausgehört, ich werde das Spiel Pokémon Schwert, die Edition Pokémon Schwert, auf meinem Kanal bringen. Nicht ganz ab Release Day, aber ja, dann, also ich werde ab Release Day spielen. Ihr seht das dann am Tag danach. Ich sag's immer wieder, wenn ein neues Projekt online kommt, also ein neues Projekt released wird, was ich spielen will. Ich habe es einmal bei Pokémon Sonne und Mond bei der 7. Generation ausprobiert. Ich habe es mal gemacht, am Release Day noch ein Part rauszubringen. Das ist komplett in die Hose gegangen, kann man so sagen, wie es ist. Es war mehr Stress, als dass es irgendwas gebracht hat. Da am Abend noch, also das dann am Abend zu besorgen, das Spiel. Ja, da klackern meine Pfandflaschen im Flur. Ulkige Geräusche aus dem Flur. Ja. Der Nico ist wieder mit dabei. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. Das muss mir nicht nochmal geben. Da nehme ich am Abend ein, zwei Parts noch auf. Hole ich mir am Nachmittag das Spiel aus dem Laden, nehme entspannt zwei Parts auf, ein oder zwei Parts, was ich noch schaffe, und lade das dann in Ruhe hoch, halbwegs in Ruhe, dass das dann am nächsten Tag vermutlich zur regulären Upload-Zeit um 14 Uhr online kommen wird. Ja, ganz entspannt. Das geht ja nicht weg, das Spiel. Also das ist, das muss ich auch sagen, das ist, also es eilt ja nicht, das Spiel vergammelt ja nicht. Also das wird am Tag danach genauso frisch sein wie am Tag, am Tag davor, also am Release Day. Das ist, ja, braucht euch keine Sorgen zu machen. Das wird trotzdem ein mega toller erster Part. Auch wenn es nicht am Release Day läuft. Und ganz im Ernst,
Das machen mittlerweile schon größere YouTuber. Dass die das am Release Day nicht bringen. Also das ist. Jetzt habe ich es gerade, also ich kann es ja sagen, Luigi's Mansion 3 ist aktuell vor ein paar Tagen. Also wenn ihr das Video seht, ist das schon ein paar Tage her. Luigi's Mansion 3 ist rausgekommen für die Switch. Der Let's Play Markus, den ich immer wieder gerne in meinen Videos erwähne. Mein Idol, mein Vorbild hier auf YouTube. Der hat das erst am zweiten Tag gebracht, also erst am 31. Das Spiel war schon am Abend davor, also am 30. Abend bekommbar. Gut, und Schwert und Schild wird wahrscheinlich, wie ich das Ganze kenne, am 14. auch schon erhaltbar sein, aber ja, das ist jetzt, ja, es wird von mir am 15. gespielt, am 16. kommt in den ersten Part. Basta. So, jetzt haben wir schon Ewigkeiten über den November gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal kurz zum Dezember kommen. Im Monat Dezember erwartet euch nämlich weitere große Sachen auf dem Kanal. Nämlich der Adventskalender, wie jedes Jahr wieder. Wird es im Dezember diesen Jahres wieder einen Adventskalender, einen YouTube-Adventskalender auf meinem Kanal geben. Dieses Jahr unter dem Motto, passt auf, Winox und mehr. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, wie ich gedacht hätte, aber ja, ich kann es hier schon mal ankündigen, Winox und mehr. Ja. Der Adventskalender, mehr will ich darüber nicht verraten. Ich habe Spannendes geplant, ich habe Spannendes in die Wege geleitet. Es wird magisch, so viel kann ich euch versprechen. Könnt ihr euch freuen auf einen wundervollen Adventskalender 2019 auf meinem Kanal, auf Zwergenfrost.dp. Ja. Es verspricht, magisch zu werden. Wir spielen jetzt in die letzte Runde. Und dann kann ich euch noch sagen, im Dezember wird außerdem, neben dem Adventskalender, wird es nicht ganz ohne bleiben. Also der Adventskalender wird nicht das einzige sein, was es im Dezember auf dem Kanal zu sehen gibt. Neben den obligatorischen Specials zu den Feiertagen, das Weihnachtsspecial und dann auch zum Jahresende. Same procedure as every year. Das Silvester-Special. Ein ganz, ganz langes Silvester-Special mit der Preisverleihung, selbstverständlich. Wie das ja auch wieder. Die Preisverleihung zum Güldenen und zum Kackbraunen Gartenzwerg 2019. So muss es sein. Das gehört natürlich auch mal wieder mit dazu. Wie 2017, wie 2018, so auch 2019. Die Verleihung zum Güldenen und zum Kackbaumgartenswerk in verschiedenen Kategorien auf meinem Kanal im Silvester-Special, im Rahmen des Silvester-Specials. Die Preisverleihung. Die Nominierten stehen schon fest. Das kann ich auch verkünden. Ich werde es vielleicht auch nochmal in die Videobeschreibung von diesem Video packen. Einen Link zur Abstimmung. Die Abstimmung ist freigegeben seit 1. November. Seit 1. November dürft ihr unter dem Link, der auch in meiner Kanalbeschreibung zu finden ist, voten für eure Favoriten. Wie jedes Jahr gibt es in diesem Formular pro Kategorie 3 Nominierte, zwischen denen ihr wählen dürft. Und ja, einer davon wird aus dieser Kategorie dann im Silvester Special, ja, im
in der Preisverhandlung zum Gülden und zum Kackbaum der Hartenswend gekürt zum Gewinner. Nochmal für die als Erklärung für die, die es noch nicht kennen, die neu sind und das aus den vorvergangenen Jahren noch nicht so kennen, denen das noch nicht bekannt ist. Der Goldene Gartenzwerg ist quasi das Positive und der Kackbrunnen Gartenzwerg, wer hätte es gedacht, das Negative. Und ja, da gibt es standardmäßig drei Kategorien für den Goldenen und drei Kategorien für den Kackbrunnen Gartenzwerg. Für die natürlich abgestimmt werden kann, fleißig. Ja, und natürlich die anderen Let's Plays, die begonnen sind und laufen, werden im Dezember auch noch weitergeführt. Pokémon Schwert und Schild, davon werdet ihr im Dezember auch noch einige Parts zu sehen bekommen. Minecraft Arno wird auch ordentlich rausgehauen im Dezember. Und ja, was dann halt noch kommt, vielleicht ein bisschen Mario Maker 2. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen vernachlässigt. Gibt es dann bestimmt auch noch was. Human Fall Flat, das bleibt natürlich nicht aus. Ja, ansonsten waren das die Themen für die letzten beiden Monate in diesem Jahr. Und ich hoffe, ihr wurdet gut informiert durch mich in diesem Dwarf News, dem letzten Dwarf News für dieses Jahr. Und wir sehen uns hoffentlich im November in diesem Monat. Und dann in einem wundervollen Monat Dezember voller neuer Überraschungen und voller nicer Videos wieder. Ansonsten in den nächsten Dwarf News im Januar im neuen Jahr. Ich will euch jetzt nicht ins neue Jahr verabschieden. Das ist dann Sache in meinem Silvester-Special, in meinem Silvester-Video. Wir sehen uns. Den Dezember könnt ihr wirklich nicht auslassen. Den November auch nicht. Pokémon Schwert und Schild steht an. Der Dezember wird wahnsinnig. Er wird spitze. Er wird großartig. Er wird magisch. Eine magische Adventszeit. Ein magischer Adventskalender. Ich verspreche es euch. Es wird auf jeden Fall einzigartig. Ja. Bleibt dran. Bleibt mir gewogen und man sieht sich. Haut rein. Abo da lassen, Däumchen nach oben. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao.